So, willkommen zurück zu einem neuen Part von Zelda Ocarina of Time. Der Controller geht nicht. Warum geht der Controller nicht? Moment. Controller plugin. Ander. So. Und wir bewegen uns jetzt los. Machen uns jetzt auf den Weg. Und zwar müssen wir jetzt nach. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja. Würde ich jetzt eigentlich gerne mal wissen. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt nach. Hier ist es nochmal zum Kokiri-Wald, genau so rum. Und ja, heute sind wir mal ohne dem Yukari. Und versuchen unser Glück alleine. So. Wir müssen jetzt diesen Waldtempel machen, eigentlich, glaube ich. Nee, können wir doch noch gar nicht. Wir haben doch noch gar keinen. Nee, wir können doch gar nicht den Waldtempel machen. Aber wir rennen jetzt trotzdem erstmal hin. Ich glaube nämlich, wir müssen da hin. Ja. Sollte mal stehen und dann mich auch runtergehen. Runter von deinem Pferd rücken, Junge. So. Ich muss noch meine Stoppuhr stellen. Ruhe. Starten. So. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, hier sind ganz viele Tiere. Viele Monster. Zack. Ey. Ey. So in der Scheiß. Mein Gott. So. Alles klar. Was machen die ganzen Tiere hier, ne? So. Zack. Alles klar. Machen wir wieder ein Herzchen zurück. Und dann machen wir uns mal auf den Weg jetzt. Irgendwo müssen wir doch hier hinkommen. Wir müssten zu Salia, glaube ich. Moment. Die ist ja in den verlorenen Wäldern. Da gehen wir jetzt hin und gucken mal. Ja. Wo wir da jetzt nochmal lang müssen. Ich hab's nämlich wieder vergessen. So. Hier hoch. Und da lang. Superschön. So. Nach links. Wieder nach links. Nein, nicht wieder nach links, nach rechts. So, rum. So, nach rechts. Jetzt aber nach links. Hey. Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen. Auch wenn Sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Salia versprochen, Sie zu schützen. Warte mal, wir haben doch so ein Lied von Salia. Wie war das denn nochmal? Moment, können wir das ja spielen? Vielleicht lässt er uns dann durch. Das ist ja das Wiegenlied, Epona's Lied, Salias Lied. Unten, rechts, links. Alles klar. So. Ah, geht. Unten, rechts, links. So. Dann Salias Lied gespielt. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Siehst du? Es reicht, dass das funktioniert. So. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Ja, ich bin ja auch Link. Hallo, ich hab hier mal gewohnt. Ja. Nee. Nee, da müssen wir nicht lang. Geradeaus. Ja. Und jetzt beim Stein rechts. Nee. Links. Jetzt rechts. So. Hoffentlich war das jetzt richtig. Ja, es war richtig. Mann, ich bin gut. So. Auf geht's. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt, halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke, so kann dir niemand auflauern. Alles klar. Oh. Das ist ein böser Mann. Hey. Nein, es funktioniert nicht. Nein. Verdammt. Scheiße. Nein. Was? Nein, ich wollte doch gar nicht wieder hoch. Verdammt. Hätte mal jetzt unten.
Los jetzt. Dreh dich um, Fettsack. Okay, hier zu. Hey, Fettsack. So. Gehen wir hier fix durch. Ist da bestimmt auch wieder einer, oder? Komm, wir gehen einfach mal durch. Boah, war es knapp. Alles klar. Oh. Oh, oh, da ist er gefährlich nah dran, du. Siehst du mich nicht, ne? Nö. Warum solltest du auch? Haha. Und schon ist er tot. Alles klar. So. Jetzt hier lang? Nee, gar nicht. Mama, wir sind ganz schön aufgeschmissen, wenn Yugari gar nicht dabei ist. So. Jetzt gucken wir mal hier. Und da. Da ist einer. Den holen wir uns. Scheiße, der war andersrum. Fuck. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Sorry. Ah! Ich wollte ihn gerade so mit Sprungattacke weghauen, aber okay. Lass ihn das erstmal. Ups. Jetzt aber. Mann! Ich dachte, das geht. Verdammt! Pass auf, jetzt kriegst du eine Bombe gegen den Kopf. Jetzt hält die Schnauze voll. Ey, das gibt's doch nicht. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Hab ich noch irgendwie was zum Leben? Nee, hab ich nicht. Na egal. Ah, oh, nice. Gut. Jetzt gehen wir hier lang. Oh, da ist noch so ein Verzack. Komm, 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 komm. Und rüber hier. Nein, verdammt, Alter. Warum hat das denn so gerade gebackt, ey? Oh, fick die Welt. Ich glaub das nicht, ey. Nicht hoch. Oh, Link. Ja. So, leck mich am Arsch, Alter. Oha. Ganz große. Haha. Nicht mit mir. Niemals. Komm, den machen wir noch fertig. So, Big Daddy ist tot. Alles klar. So. Da sind wir jetzt. Beim Tempel. Hä? Hier ist aber niemand. Wo ist Alia? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Das ist zu lange her. Hey, da schick. Es geht, mein Freund. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Ja. Oh Mann, das soll ich mir jetzt merken. Okay. So. Alles klar. Und nun? Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Alles klar. So, jetzt machen wir jetzt. Fanny, wir werden uns wiedersehen. Ja, aber was ist denn nun? Lol. Und jetzt? Darum kommen wir nicht rauf. Ja. Super. Hat's ja gebracht.
Also wieder zurückgehen. Na geil. Also hier. So, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. So. Alles klar. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück. So. Was sind wir denn jetzt hin? Super, ey. Mann, wo kann man denn jetzt zum Beispiel hin? Okay. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir nach Kakariko. Waren wir, glaube ich, auch noch nicht. So, wir mit groß sind. Alles klar, lass mich runter. Warte hier, Epona. Ich bin da wieder da. Könnte auch ein bisschen dauern. Kommt drauf an, was jetzt hier passiert. So. Quatschen wir mit denen, ja. Ey. Okay, die wollen nicht quatschen. Dann machen wir was anderes. Wir gehen. Ja. Gehen wir denn hin? Wir haben schon das Auge der Wahrheit, haben wir also schon. Stimmt, das Regenlied da will ich lernen. Also gehen wir mal hier hoch. So. Der Typ wird uns das doch sicher beibringen wollen. Hi. Grrr. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Grrr. Daran muss nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Guck mal, ich hab auch eine Ocarina. Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Das ist das Lied, was du auch spielst. Ups. Ja. Mann, warum macht er denn die untere Taste nicht? Hä, willst du mich verarschen? Alter, jetzt rast du aber gleich aus. Mein Gott. So, Hymne des Sturms gespielt. Und schon haben wir ein neues Lied gelernt, Leute. So. Dadurch dreht sich das Ding jetzt hier schneller. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. Das Ding dreht sich jetzt schneller. Ui, und da ist ein Herzteil. Das ist ein Herzteil. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben, Mann. So, jetzt haben wir das auch hergeholt. Ich weiß, dass wenn man ich glaube, das war so. Wir gehen jetzt mal so zum Friedhof. Und das war irgendwie so, dass man hier auch die Hymne des Sturms spielen muss und dann passiert halt auch sowas.
Komm, geh weg. Stimmt. Du hast einen Geist und willst ihn in einer Flasche aufbewahren? Ja. Okay, ich habe ein Irrlicht. Ist ja nicht schlecht. So, und zwar war das so gewesen, man konnte sich hier hinstellen. Dann hat man irgendwie die Hymne des Sturms gemacht. Irgendwie war das so, und dann war irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Nee, ist falsch. Wie war das denn? Man kommt doch da oben hin. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es einfach nicht mehr. Naja, egal. So. Gehen wir mal den Goron vorbeischauen und gucken, wie es denen geht so heute. Nee, ach Quatsch. Jetzt weiß ich wieder, was hier war. Ich glaube, den Greifhaken hat man hier gekriegt. Und den brauchen wir, um zum Waldtempel zu kommen. Genau so rum mit einem Schuh draus. Alles klar, wie war das denn nochmal? Wie kriegt man hier nochmal den Wald, den Greifhaken? Oh, wir können hier rein. Hütte des Totengräbers lesen. Des Totengräbers Tagebuch, willst du es lesen? Ja. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Ich warte, Boris. Wo ist denn Boris sein Grab? Ist das hier Boris sein Grab? Nee, oder? Hier ruhen die Seelen, deren... Aha, über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shika. Die Shika? Was gehört? Wo ist denn Boris sein Grab? Geh weg. Geh weg. Boris, wo bist du? Wo ist sein Grab? Hier sind überall Löcher. Wir könnten, das ist Boris sein Grab. Glaube ich. Nee, hier drin war das Dings. Wo ist denn Boris sein Grab? Bin ich behindert? Brüder Bram, Steigenkönige, Thron. Tonsetzer Johann der Ältere. Oh. Oh. Guck mal einer an. Was will Navi von uns? Ein Irrlicht auf dem Friedhof. Was ist? Sollen wir Chic glauben und nach Kakariko gehen? Wir sind in Kakariko. Was hat Chic hat doch gar nichts gesagt, was in Kakariko sein soll. Willst du mich verarschen? Komm. Wir machen die beiden Irrlichter hier mal fertig. So. Wenn es nämlich dunkel ist, kannst du damit wieder Licht in die Welt bringen. Probier es. Hä, was? Was? Oh, ich habe das nicht gehört. Oh, verdammt! Scheiß B-Taste. Alles versaut. Kann das jetzt auch mit Dekonus? Ne. Komm. So, was hast du denn jetzt Nützliches? Ach, du hast mich bezwungen. Wie? Ach, du bist es. Hast du mal die Hymne der Sonne gespielt? Ich habe dir ja schon erzählt, dass du damit die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht machst, wann immer du willst. Wenn alles um dich herum dunkel ist, kannst du damit wieder Licht in die Welt bringen. Probier's. Muss ich das hier spielen? Wie war das nochmal, die Melodie davon? Okay, also Hymne des Sturms, Hymne der Zeit, Hymne der Sonne, da, 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 alles klar. Da 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 da. Nee, das muss ich auch nicht spielen. Aber jetzt ist hier nachts. Wo ist Boris sein Grab, ey? Ich glaub das nicht. Boris, wo ist dein Grab? Das möchte ich gerne wissen, so. Ich mache jetzt einfach jedes Ding hier auf und versuche dann immer irgendwo reinzukommen. Hier ist nur ein Geist. Geist interessiert uns nicht. Boris, dein Grab, wo bist du? Aua. Ich habe da oben meine Herzteile gesehen. Es ist also durchgebackt durch den Karton da oben. Hm. Ist das hier Boris, dein Grab? Hier ist auch so ein Graszeugs vor. Da ist aber ein Loch. Okay, wir springen mal rein. Was war das denn? Ein rotes Licht da unten.
Ja, es ist Boris sein Grab. Hey, hey, Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen. Wenn du es dir. Was? Zutraust? Kein Ding, Alter. Yo, yo. Einfach nicht in die Flammen reinrennen. Hoppala. So. So. Ist ja ganz easy. Ah, und das ist schon eine. Ja, genau, du dreckiger Penner. Wie kriegt man das denn hin, Alter? Ja, komm. Aber nicht. Ist nicht schneller als ich, mein Freund. Ja, übelst gemein. Um die... Oh, das gibt's doch nicht. Wo sind jetzt lang? Nach links. So. Niemals. Wo ist er jetzt lang? Da lang. Zack, zack, zack. Ah, fuck. Komm schon, Boris. Ich bin da. Ich bin da, mein Freund. Ich bin da. Boris. Mach keine Spielchen mit uns. Hoch hier. Boris, was soll das? Du kannst uns doch nicht Flammen gegen den Kopf werfen, Mensch. Oh, ist das gemein. Er darf rüberschweben und wir müssen hier lang. Nix da. Reden. Die Zeit beträgt 1:10. Hehe, Junge, du bist gut zu Fuß. Was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Ja, geschafft. Yeah, jetzt können wir wieder zurück zum Waldtempel und jetzt können wir den Waldtempel auch machen. Okay, ich bin auf meinem Rückweg sehr vorsichtig. Okay. So, damit haben wir jetzt endlich diesen Fanghaken und damit können wir in den Waldtempel. Yeah. Alles klar, Mann. Dip, dip, dip. Der Fanghaken. Im Gegenstandsmenü kannst du deine Hose ausziehen. Yeah. So. Und damit haben wir den Fanghaken jetzt gefunden. Ja. Alles klar. Gut. Und das war's dann auch wieder von diesem Part. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir zum Waldtempel gehen. Bis dann. Tschüss.